Ja, Prost! Das hier ist die wunderbare Joyzone. Heute zu Gast der YouTube-Star und Pop-Dolmetscher Alexi Bexi. Servus. Na? Servus, das schönste Sofa der Welt. Das ist richtig. Ich habe es das selber schönste. Gebaut. Ja. Mit meinen Zähnen. Und ich habe ihn dabei fotografiert. Das Video gibt es dann auf alexibexi.de. Genau. Wir schauen mal, ob wir etwas nachstellen können. Jetzt sind wir in einer Bredouille. Aber wir gucken mal in den Chat, weil ihr könnt ja fleißig mitmachen hier bei uns in der Sendung. Ja, am besten geht ihr mal rauf auf joyce.de/onair, wenn ihr da nicht schon längst seid. Und da haben wir einen Chat-Kommentar von BlackBrain10. Würdest du, wenn du die Chance hättest, etwas zu ändern, alles nochmal genauso machen? Ich glaube, die Frage ist jetzt mal nur auf YouTube bezogen. Ja, es wäre ein großes Lebensresümee. Ich wollte gerade sagen, das wird aber viel. Nö, ich glaube, ich würde es nochmal genauso machen, bis auf zwei Kleinigkeiten, die, wenn ich mir alte Videos angucke, vielleicht etwas merkwürdig sein mögen. Ich war damals echt fett und ich glaube, ich habe mir von Anfang an eine andere Brille geholt. Ja. Die hat gewechselt im Laufe der Jahre. Ja, sie ist etwas größer geworden. Und auch etwas dicker von der Sehstärke her? Oder? Ey, du wirst lachen, aber ja, die Augen sind ein bisschen schlechter geworden. Wahrscheinlich viel zu viel Geflimmer und just sitting here und mess. Ja. Man fährt nicht irgendein, ne? Nee. So, mal gucken, ob du die jetzt irgendwie noch etwas schärfer stellen kannst, denn jetzt schauen wir noch eine tolle Umfrage. Wir waren auf der Straße und wollten von euch wissen, sag mal, schaust du eigentlich YouTube-Videos? Wer tut das denn? Hallo, auch nicht Angst kriegen, ich bin ganz harmlos. Sag mal, schaut ihr euch Videos bei YouTube an? Ja. Als ich mir für einen Job eine Krawatte binden musste, habe ich mir ein Krawattenbind-Tutorial angeschaut. Und das hat funktioniert dann auf jeden Fall. Herr Tutorial gucke ich wirklich oft, ja. Alliant TV. Der heißt halt, also der YouTuber heißt Tobi. Und es ist eigentlich ganz lustig, weil er macht halt auch so Videos, die halt auch eher für Jugendliche sind. The Floyd, Ape Crime. Momentan ist es ja der totale Hype um YouTube-Stars, also Menschen, die sich bei YouTube einen Account machen und ganz viel aus ihrem Leben erzählen. Woran liegt das? Was glaubst du? Ich weiß nicht, viele Leute haben vielleicht nichts zu tun. Naja, aber eigentlich kann sich ja doch jeder hinsetzen, oder? Und Tipps geben. Oder glaubst du irgendwie besonders viel Lebenserfahrung? Naja, also man muss eine Persönlichkeit haben, weil ich glaube, dass nicht jeder halt, wenn er einfach nur Videos postet, dass die halt für jeden interessant sind, sondern man muss halt wirklich Persönlichkeit haben und halt auch sozusagen Hingucker sein. Man kann ja doch gut Geld verdienen damit. Deswegen denke ich, dass so, also hätte ich so eine gute Idee und keine Ahnung, das schminken sich ja so Frauen, so andere und die Frauen und Mädels gucken es an. Kriegt man durch die Werbung ziemlich viel Geld. Deswegen denke ich, weiß nicht, warum es Leute angucken, aber. Ja, Alex hat es mir gerade gesteckt, eines seiner ersten Videos war ein Schlipsbinde-Tutorial. Ich habe es nie geschafft. Es ist kein Scheiß, wirklich. Also mit eines der ersten Videos, die ich auf YouTube geschaut habe, war wirklich Krawattengebinden. Okay. Ja. Lass mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Stell dir vor, das hier wäre eine Wahrsagerkugel mit den Chips und du erzählst mir, was du machen möchtest. Würdest du gerne mal ins Fernsehen kommen oder bist du zufrieden bei YouTube? Das ist eine Diskussion, die, glaube ich, schon oft geführt wurde. Funktioniert YouTube in der Glotze? Funktionieren YouTuber in der Glotze? Ich persönlich würde, glaube ich, sagen, nee, bei YouTube hat es so eine gewisse Magie, die wirklich nur auf YouTube da ist, meiner Meinung nach. Das heißt, ich fühle mich auf YouTube sehr wohl und werde auch noch sehr lange und sehr gerne dabei sein. Und ich bin auch gespannt, in welche Richtung das mit YouTube geht, weil es gibt ja immer so viele Veränderungen, sei es jetzt auch ein Layout-Umbau oder neue Werbeformate, weiß der Geier, oder neue Kanaldesigns. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Aber das heißt, der konkrete Plan, Fernsehen oder Radio, gibt es den oder gibt es den eigentlich gar nicht? Ja, aber dann nicht mit diesen Formaten, würde ich sagen. Sondern? Na, das geht wahrscheinlich dann einher mit dem, was man nebenbei noch so versucht zu studieren und so. Da denkt man sich dann schon nochmal ein, zwei, drei andere Sachen aus. Ja. Aber wenn du das Leben weiterstrickst, was du gerade studierst, dann wird das ja ein Leben hinter der Kamera sein. Aber du machst ja wahrscheinlich deinen Job vor der Kamera auch sehr gerne mit Herz und Seele, oder nicht? Da würde ich dann, glaube ich, bei YouTube bleiben. Weil dafür ist dann YouTube mein Spieleparadies, so wie ich es ja bisher immer nenne. Zum Austoben, zum Gucken, was geht, was nicht geht, direkt mit den Leuten eins zu eins quatschen. Dafür ist YouTube, glaube ich, genau richtig, um da direkt an der Community zu sein, direkt am Zuschauer zu sein. Gibt es in Deutschland sowas wie YouTube-Millionäre? Bestimmt. Ich kenne sie, glaube ich, noch nicht persönlich. Also du bist keiner? Mm-mm. Nah dran? Nein. Kratzen wir dran? Nein. Aber kann man damit ein wunderbares Leben Das hier ist übrigens, also damit das alle wissen, ein T-Shirt von Primark. Das macht ja nichts. Für 3 €. Also ich glaube, würde ich jetzt an einer Million kratzen, würde ich wahrscheinlich einen auf Glöckler machen. Der IKEA-Gründer fährt auch noch einen alten Volvo. Ja, guck, aber das sind die Leute, die auf dem Boden bleiben und classy sind. Ja. Wir schauen nochmal in den Chat. Christopher schreibt hier fleißig, das macht er nämlich regelmäßig. Vielen Dank dafür. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Wer ist Christopher? Christopher. Und deswegen schauen wir, was er möchte. Was planst du für die Zukunft? Wenn kein Fernsehen und neben dem Studium vielleicht noch was anderes?
3 Frauen und 5 Kinder. An dieser Stelle möchte ich die Sendung bitte abbrechen, weil das geht, glaube ich, nicht. Wirklich? Also, perverses Schwein! Also, ja, da stehe ich sogar zu. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Schon mal Klärbe geguckt? Nein. Ja, doch. Ich würde sagen, also, was planst du für die Zukunft? Es sind Fragen. Vor 10 Jahren dachte man immer, man wird später mal Busfahrer, weil der Busfahrer so cool war auf dem Weg zur Schule. Ja. Und solche Fragen, was planst du für die Zukunft, ist immer ganz, ganz schwer. Also ist gerade in dem Bereich, im Medienbereich, ändert sich so viel. Man hat seine Richtung, wie zum Beispiel Kino, TV, ne, da mal Regie probieren, auf die Leinwand zu kommen mit seinen Ideen, geil. Wäre natürlich ein Traum, aber ob es klappt, ist wieder eine andere Frage. Man hat seine Ziele, aber hey. Wir schauen mal in unser Voting rein. Da wollten wir heute was ganz Brisantes von euch wissen. Nämlich, wer ist eigentlich der bessere Alexi Bexi? Wir haben ja vorhin ein sehr schönes Tutorial gemacht, wo ich Alexi etwas nachgemacht habe. Und deswegen wollten wir heute von euch wissen, ja, wer ist es denn? Wir schauen mal aufs Ergebnis. Wenn du gewinnst, schütte ich mir diese Chips-Tüte über den Kopf. Ich bin ein bisschen traurig. 83% fanden, dass du der Bessere bist. 17% ich. Vielen Dank. Dankeschön. Liegt's an der Brille? Ja. Und an dem nicht vorhandenen Bart bei dir. Weißt du was? Ich finde, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man mit einer kleinen Idee, mit einer kleinen Kamera und aus dem Haus seiner Eltern in Neuwulmsdorf trotzdem eine deutschlandweite krasse Karriere starten kann. Dankeschön. Und damit sogar über 160 Millionen Menschen erreichst. Das ist echt heftig. Deswegen auch ein großes Dankeschön. Danke, dass du da warst heute, Alexi. An alle, die es gucken. Gute Heimreise und euch vielen Dank fürs Mitmachen und bis morgen. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Ciao. Passt auf euch auf.